Vergiss die ganzen Sorgen, den Kummer, groß und klein. Schieb deinen Zorn zur Seite, lass fünfmal gerade sein. Tausch deinen Frust in Frohsinn um, in Lachen, Fröhlichkeit. Setz dir die rote Pappnase auf, denn das ist unsere Zeit. Einmal im Jahr bleibt die Welt stehen und dann ist Fasching fast nach Karneval. Barbara Stamm, 2020, ein neues Jahrzehnt, und das starten wir natürlich wie immer ziemlich am Anfang mit Veit Zöcher. Ja, ja, das gehört sozusagen einfach mit dazu, gell? Seit bei mir ja. Ja gut, seitdem es hier die Fastnacht in Franken in Veitshöchheim gibt, ja. Und es ist einfach schön, das ist auch eine Fastnachtsfamilie geworden. Wir sind nicht nur zu Fastnacht zusammen, sondern auch das Jahr über. Man trifft sich, man macht sogar Reisen zusammen. Ja, es ist einfach toll. Meinen Sie, die 20er, die kann man noch mal toppen? Das wird sich herausstellen. Wir können einen Beitrag dazu leisten. Dann hoffe ich, dass Sie heute in Veit Zöcherheim einen schönen Abend haben. Dankeschön. Dankeschön, Ihnen auch. Schönen Abend. Ja, der Robin Hood natürlich ist unterwegs. Robin Hood ist unterwegs und heute für Veit Zöcherheim, was habt ihr euch vorgenommen? Neues Jahrzehnt, und das startet man in Veit Zöcherheim? Ja, Robin Hood als Sozialdemokrat und Gewerkschafter für Gerechtigkeit natürlich. Und Veit Zöcherheim ist immer klasse, da freut man sich auf vieles. Geht bestimmt wieder mit Oliver Tissot los und wird richtig toll wieder. Ja, nicht ganz, ein klein bisschen müssen Sie dann warten, aber auch der Anfang wird spannend sein. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen in Veit Zöcherheim. Dankeschön. Vielen Dank. So, wir haben hier vor der Kamera direkt das Astronauten-Ehepaar oder Paar. Das ist eine richtig schöne Sache. Ja, glaubt ihr, dass Veit Zöcherheim, ihr braucht die Raumanzüge und wisst nicht, wo die Reise heute hingeht? Wir schauen mal, wo die Reise hingeht, aber natürlich ist die Welt von oben immer besonders schön zu sehen, und das macht auch Veit Zöcherheim von oben besonders schön. Ja, ganz von oben. Was schätzen Sie, was Sie heute alles erwartet? Naja, ich denke mal, dass wir wieder eine richtig gute Abreibung bekommen. Alle Politiker einmal die Reihe durch, so muss das sein. Und da haben wir schon den Schmunzler auch für uns eingepackt. Wir haben hier Gardemädchen und die sind deutscher Vizemeister. Ja. Das kann nur noch Veit Zöcherheim toppen, oder? Ja, auf jeden Fall. Freut ihr euch heute hier in Veit Zöcherheim zu sein? Ja, wir freuen uns riesig. Das ist eine richtige Ehre, hier tanzen zu dürfen. Ja, aber wenn man so toll tanzt, ich habe das gestern schon mal gesehen bei der Generalprobe, ich würde das nie hinkriegen. Ja, und ich glaube, da muss man richtig viel trainieren. Ja, wir üben sehr viel und trainieren auch viel. Und nächstes Jahr wollt ihr Deutscher Meister werden, oder? Das ist immer ein Ziel. Das ist immer ein Ziel. Darauf trainiert man hin. In Veit Zöcherheim richtig sportlich unterwegs und einen eigenen Coach mitgebracht, oder? Ja, der Beste, den es gibt. Der Beste, den es gibt. Ja, das kann ich mir so richtig vorstellen. Veit Zöcherheim auch für euch dieses Jahr was ganz Besonderes. Ein neues Jahrzehnt beginnt, und da in Veit Zöcherheim Fastnacht starten, ist richtig toll. Es ist legendär, Veit Zöcherheim. Da sieht die ganze Welt zu. Also zumindest ganz Bayern und ein gutes Stück darüber hinaus. Und von daher, die Shows, die Aufführungen sind immer großartig. Veit Zöcherheim ist Kult. Hier haben wir was Gelbes, nicht? Das ist natürlich immer wichtig, ne? Dass wir die richtige Farbe hier heute nach Veit Zöcherheim bringen. Ja, natürlich. Wir bringen heute Farbe in nach Veit Zöcherheim. Und das ist ja unser Umweltminister, den erkennt man heute kaum. Es ist der Lothar. Ach, Lothar, grüß dich, mein Gott. Aber schöne Hände, ne? Schöne Maniküre, nicht? Das ist richtig klasse, ne? Ich muss ja auf die Bienen aufpassen, deswegen sind wir dabei. Die richtigen Bienen leben hier schon. Ah, das ist toll, nicht? Ja, man muss nur die richtigen Ideen haben, nicht? In Veit Zöcherheim habt ihr die immer, aber ich wünsche euch alles Gute, dass euch das auch politisch gelingt. Dankeschön. Danke, ciao, viel Spaß heute Abend. Ja, dankeschön. Was erwarten Sie heute in Veit Zöcherheim? Ja, dass wir morgen Muskelkater haben für die Lachmuskeln. Also es ist jedes Jahr das Highlight schlechthin. Und ja, mittlerweile wird es schwer, daheim zu kommunizieren, warum unsere Kinder nicht mit dürfen, weil die würden auch wahnsinnig gerne sich das mal in echt anschauen.
Das ist klar. Und die sitzen zu Hause vorm Fernseher und schauen zu. Definitiv. Das ist das Highlight für die gesamte Familie. Da wird die Karte schon mal verlängert, dass sie etwas später ins Bett dürfen? Ja. Also dürfen auch immer mit den Omas schauen jedes Jahr. Und mit den Omas schauen sie dann auch alle Wiederholungen an. Also insofern wird es mindestens dreimal angeschaut. So, und die Kirche auch wieder vertreten in Veitshöchheim. Veitshöchheim darf man sich einfach nicht entgehen lassen. So sieht's aus, genau. Gehört dazu, genau, jedes Jahr. Gehört jedes Jahr dazu. Und habt ihr euch bei euch in der Kirche für dieses Jahrzehnt auch so wie beim Fasnacht so ein gewisses Motto einfallen lassen? Ja, wir lassen uns die Freude nicht nehmen. Das ist ganz wichtig, dass wir auch durchatmen und bei all den Problemen, die da sind, auch den Überblick behalten. Markus Söder, ich habe mir sagen lassen, hier neben Ihnen steht Ihr Lieblingsbürgermeister. Das weiß ich nicht. Heute Abend ist er der Einzige, also ist er heute Abend auch auf jeden Fall der Lieblingsbürgermeister. Aber er ist das ganze Jahr über, fiebert er nur auf den einen Tag. Er ist auf jeden Fall der bekannteste Bürgermeister in ganz Bayern. Das ist er. Ja, das. Jetzt hat er auch noch den europäischen Mittelpunkt sozusagen der Europäischen Union. Besser kann es nicht mehr kommen. Ne? Ich hoffe, es bleibt so und es tritt noch jemand anders aus. Ja, nicht, das, seitdem es kommt jemand dazu. Nicht, könnte ja auch sein. Warten wir es ab, ja. Servus. Prima. Die Farbe ist natürlich heute ein bisschen anders, aber gnädige Frau, ich muss sagen, es steht Ihnen. Vielen Dank, ich bin Elsa, die Eiskönigin, eine starke Frau, setze mich für Frauenrechte und die Rettung der Welt ein, in der Hinsicht, alles gut. Das ist super, nicht? Kann man die Welt noch retten? Ja, ne? Ja, natürlich. Wenn wir alle zusammenarbeiten und gemeinsam für eine gute Zukunft arbeiten, dann wird es was. Und in dem schönen Film Elsa mit der eingängigen Melodie, Let it go, let it go, da wird ja all diese Dinge auch thematisiert und deswegen fühle ich mich heute sehr wohl in meinem Kostüm. Das ist schön, nicht? Auf was freuen Sie sich hier in Veitshöchheim ganz besonders? Ich bin immer ein ganz großer Fan von der Garde, weil ich das einfach faszinierend finde, was Menschen mit ihrem Körper machen können. So aus dem Nichts in einen Spagat springen. Ich sitze dann immer da und denke mir, oh Gott, das würde ich nie schaffen. Also es ist ja richtig Hochleistungssport, super anstrengend. Und das finde ich immer total faszinierend, wenn Leute so super gut tanzen können. Ich hatte das gestern bei der Generalprobe schon gesehen und darf Ihnen sagen, es erwartet Sie einiges. Viel Spaß in Veitshöchheim. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. Das ist eine Waldfee, weil der Wald braucht Hilfe. Der Wald braucht Hilfe, nicht? Die Frau tut wenigstens was für den Wald, nicht? Das sollte man öfters machen, ne? Ja, ich bin als grüner Baron da und kämpfe für gutes Klima. Für gutes Klima. Und was erwartet ihr heute Abend von Veitshöchheim? Naja, dass sie wieder mal eins draufsetzen auf das, was man von ihnen sowieso erwartet. Es ist eine erstaunlich tolle Veranstaltung. Es sind unheimlich, ich sag mal schon, kabarettistische Leistungen, die hier stattfinden. Ja, ist das denn so schlimm, wenn die Politiker da immer mal so ein bisschen so einen Seitenhieb mitbekommen? Das ist absolut gut und richtig. Und ich bin mal gespannt, welche Politiker heute welche Seitenhiebe bekommen. Auch gerade nach Thüringen, was über Unterfranken hinausgeht. Das ist eine hochkarätige Leistung hier, den Leuten da adäquate Seitenhiebe mitzugeben. Lässt man sich als Politiker vielleicht sogar manchmal dann so irgendwie, naja, er hat ja recht, ich könnte es ein bisschen was besser oder schöner machen? Also man sollte immer drüber nachdenken, was man besser machen kann. Und ich finde, Kabarett hat in den letzten Jahren viel bewirkt an Nachdenken, wenn man bereit war dazu. Dann wünsche ich viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Danke. Hallo, Mann, ihr drei, ihr seht ja richtig gut aus. Ja, nicht? Ja, ja, das ist toll. Nicht? Und heute Abend wollt ihr hier so richtig die Party loslassen? Wir wollen die Party loslassen für Frauen. Ne? Wir haben letztes Jahr 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert und hier feiern drei ganz kräftig. Ganz kräftig mit. Nicht? Und was stellt das so genau heute dar? Ja, Sie kennen vielleicht die Suffragetten, die Damen, die das Wahlrecht erkämpft haben, stehen vor Ihnen. Ziviler Widerstand in jeder Beziehung. Und wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft. Ne? Und natürlich ist es ein bisschen visionär, was wir noch alles schaffen. Ne? Ja genau, dann kann ich sagen, heute Abend wilde Mädchen für Veitshöchheim, viel Spaß. Ja, ebenso, danke schön. Tschüss. Wie lange braucht man, um sich so etwas einfallen zu lassen? Ehrlicherweise, das Schwierigste ist die Frage, was. Wenn man dann die Idee hat, dann geht es ein bisschen, was kann man anziehen, wie passt zusammen. Aber das Stylen selber geht dann relativ zügig.
Und der Begleiter ist dann, das macht die Dame oder das macht er selbst? Nein, das machen wir gemeinsam eigentlich. Also wir suchen uns gemeinsam das Motto raus und dann suchen wir gemeinsam die Kostüme raus. Ganz schön finde ich die Brille. Können Sie die mal aufsetzen, kurz? Das ist irre, ne? Und von Veit Zöchern, was erwartet man da Spezielles? Was ist so Ihr Fan von denen, die heute auftreten? Also ich mag nach wie vor die Amanda sehr, sehr gerne, weil das ist auch diese Kunst und gleichzeitig natürlich Michel Müller. Also da bin ich ein großer Fan davon. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und da wird euch einiges hier in Veit Zöchern erwarten. Dankeschön. Dankeschön. Ja, doch, es ist unser Look ab Mai. Der Look ab Mai, nicht? Und die Brille passt ganz, ganz besonders toll dazu. Also wirklich, das erinnert an so einiges, nicht? Was so in vergangenen Zeiten schon mal war, ne? Naja, es geht uns eher darum, dass wir mit Rücksicht und Zartgefühl all denjenigen, die weiterarbeiten müssen, schöne Grüße schicken heute. Ja, arbeiten ist ja auch was Schönes, nicht? Und dann darf man Veit Zöchern auch genießen. Wer ist Ihr persönlicher Favorit heute Abend unter den Künstlern? Ich glaube, der Michel Müller, der Drecksack. Der Drecksack. Viel Vergnügen mit dem Drecksack. Schönen Spaß. Vergiss die ganzen Sorgen, den Kummer, groß und klein. Schieb deinen Zorn zur Seite, lass fünfmal gerade sein. Tausch deinen Frust in Frohsinn um, in Lachen, Fröhlichkeit. Setz dir die rote Pappnas auf, denn das ist unsere Zeit. Einmal im Jahr bleibt die Welt stehen und dann ist Fasching fast.